Vella Talk wird präsentiert mit freundlicher Unterstützung Ihrer Westerwaldbank. Ihre Bank vor Ort und digital. Herzlich willkommen zur Vella Welt, eine neue Ausgabe rund um den Westerwald in Zusammenarbeit mit der Westerwaldbank und den Chef der Westerwaldbank. Der sitzt doch heute bei mir auf dem Talksofa, mit dem freue ich mich wieder mal zu sprechen, denn er ist ein ausgewiesener Finanzfachmann, ein Wirtschaftsfachmann und wir haben immer interessante Themen, ne, wenn wir zusammenkommen. Ich begrüße Sie, Dr. Kölbach. Ja, schön wieder dabei zu sein. Unbedingt. Wir haben gerade im Vorgespräch festgestellt, Sie sind ein großer Fußballfan. Ich hatte dieser Tage den Kollegen Tom Bartels im Interview und der hat positiv, und wir brauchen ja positive Nachrichten in diesen Zeiten, positiv sich geäußert über die Chancen der Nationalmannschaft für das kommende Jahr. Also er sieht durchaus wieder ein Sommermärchen möglich. Und er ist ja Fachmann, also er kennt sich aus als WM- und EM-Koordinator und Moderator und Kommentator. Haben Sie auch ähnlich positive Nachrichten aus der Wirtschaft für uns? Also ich glaube schon, man darf auch die Wirtschaft nicht schlecht reden. Die Westerwaldbank ist dieses Jahr insgesamt auf einem guten Weg. Und ich denke, wenn die Politik Rahmenbedingungen klärt, gewisse Dinge festzurrt, dann kommt der Optimismus auch zurück und dann kann das auch auf jeden Fall nächstes Jahr wieder deutlich nach oben gehen. Der Westerwald hat ja immer schon oder zumindest schon sehr lange eine sehr starke Wirtschaft, das muss man sagen. Ist jetzt keine Region, um die man sich so prinzipiell in erster Linie Sorgen machen muss, aber merken Sie diese multiplen Probleme, könnte man sagen, die wir ja haben, sowas hat es ja in unserem Leben, glaube ich, noch nicht gegeben, oder? Früher hatte man eine Krise, mittlerweile gibt es die Phase, eine Krise schließt sich an die nächste an und jetzt haben wir die Phase, die Krisen überlappen sich sogar. Es wird immer schlimmer gefühlt oder auch tatsächlich. Wie wirkt sich das konkret bei Ihren Kunden aus? Die Situation ist besonders und die Komplexität in dieser Form ist eine, die zumindest ich auch noch nicht erlebt habe. Ich kann mich nicht erinnern. Bei den Kunden kommt das darauf an. Gute Unternehmer, davon haben wir sehr viele hier im Westerwald, die an ihr Geschäftsmodell glauben, die investieren, die gehen nach vorne, die ziehen das Ganze weiter nach vorne. Und insofern bin ich da keineswegs pessimistisch, dass wir nicht aus der Zeit gut hinauskommen. Mhm. Es gilt auch, die Nerven zu behalten. Es gilt auch, an das Land zu glauben, an die Fähigkeit, da durchzukommen. An die Kunden auch, oder? Das tun Sie als Bank oder müssen Sie als Bank eigentlich? Ne? An die Menschen. An die Menschen Region. Dahinter, ja. Ne? Und an die Region. Ja. Hat man da manchmal so ein bisschen Sorgen und auch richtige Angst? Weil ich meine, die Wirtschaft könnte ja theoretisch auch noch weiter abschmieren. Ne? Ich meine, jetzt sind wir schon auf dem letzten Platz, was das Wirtschaftswachstum betrifft, also Deutschland an sich. Sie sind nun Finanzfachmann, ja? Wirtschaftsfachmann. Denkt man da auch mal dran, dass es noch schlimmer werden könnte? Wenn man daran denkt, dann wird es auch noch schlimmer. Wirtschaft ist Psychologie. Und das, was aus der Wirtschaft wird, das entscheidet unser Kopf. Wenn Unternehmer daran glauben, dass es besser wird, dann investieren sie, dann geht die Wirtschaft auch objektiv nach oben. Wenn wir alle glauben, es könnte tiefer gehen, dann kann es auch tiefer gehen, weil niemand mehr etwas investiert. Das ist eine Kopfsache, ganz stark. Das ist eine Sache der Haltung. Das ist wie Fußball. Wenn die Nationalmannschaft wieder an sich glaubt, wegen eines Trainerwechsels, dann spielt sie stärker. Die gleichen Menschen spielen wieder stärker. Das berühmte Mindset, ne? Das ist, so nennt man das heutzutage. Genau. Ich nenne es Haltung. Haltung, Mindset, genau, den Glauben, die Hoffnung, ne? Das ist auch entscheidend. Jetzt haben Sie einen sehr aktiven Verband, den BVR. Das ist der Bundesverband der Deutschen Volksbank und Raiffeisenbank, zu dem Sie ja gehören. Und die machen immer ein Herbstgutachten. Und im letzten Herbstgutachten, das ist mir aufgefallen, gab es ziemlich deutliche Worte in Richtung Politik. Das ist mir selten so aufgefallen. Man könnte das auch als Weckruf der Politik interpretieren, denn die Standortbedingungen werden da von Ihrem Verband, und Sie gehören ja als wichtige Bank eben zum BVR, zu den Volks- und Raiffeisenbanken. Die Standortbedingungen, sagt der Verband, gehören verbessert. Stimmen Sie dem zu? Natürlich, wahrscheinlich. Aber wo konkret sehen Sie die Verbindung? Der Punkt ist einfach der, wir hatten eine akute Energiekrise und sehr starke Steigerungen der Strompreise, Ölpreise, Gaspreise. Und wir haben immer noch eine latente. Die sind immer noch viel zu hoch im Vergleich international. Und das ist die Gefahr. Das ist wie bei dem Frosch, der eben die Beine im Wasser hat und man dreht es langsam hoch. Ja. Und irgendwann springt er nicht mehr weg, sondern es geht böse aus. Also das ist ein wichtiges Thema, ein Standortthema. Dann sind wir definitiv überbürokratisiert, die Dinge gehen zu langsam. Da kommen einige Faktoren zusammen, die Angebotsseite ausbremsen. Die Angebotsseite, die Unternehmensseite, die schaffen eben die Arbeitsplätze. Insofern war der Weckruf richtig, notwendig und es werden noch mehr kommen müssen.
Haben Sie das Gefühl, von der Politik gehört zu werden? Sie sind ja auch ein wichtiger Player in Rheinland-Pfalz als Westerwaldbank. Hat man da Zugang zur Ministerpräsidentin oder zum Landrat oder zu den Politikern? Haben Sie das Gefühl, persönlich da gehört zu werden? Als Regionalbank werden wir gehört. Wir werden auch gehört auf Ebene noch in Mainz. Und es gibt durchaus hier und da auch schon mal den einen oder anderen Kontakt Richtung Berlin über unsere Bundestagsabgeordneten. Ich glaube schon, dass wir gehört werden. Ob wir dann etwas bewirken, das wird sich dann zeigen. Vielleicht zusammen mit vielen anderen. Also wenn ich Wirtschaftsminister wäre oder Finanzminister, aber vor allem Wirtschaftsminister, da würde ich doch mit Menschen wie Ihnen Kontakt aufnehmen. Weil Sie sind ja ganz nah an den Problemen, an den Firmen vor Ort dran. Und Sie wissen genau, wie sich da die politischen Entscheidungen auswirken. Ich fürchte mal, dass das aus Berlin nicht so passiert, wie man sich das vielleicht wünschen könnte. Woran sehen Sie denn worin sehen Sie den Grund, dass wir wirklich mittlerweile das Schlusslicht, früher, das gab es früher schon mal, ne? Die rote Laterne hieß das mal, sind wir irgendwie in Europa, dann waren wir plötzlich überall die Nummer eins, jetzt sind wir plötzlich wieder das Schlusslicht. Wie ist sowas wirtschaftsstrategisch oder wirtschaftsentwicklungstechnisch möglich? Man nannte uns mal den kranken Mann Europas, ja. Das war vor der Agenda 2010. Die Agenda 2010 hat das Land wirklich wieder auf eine ökonomisch gute Spur gebracht. Und etwas in diese Richtung ist notwendig. Der Bundeskanzler nennt das ja den Deutschlandpakt. Die Idee ist ja ähnlich, alle zusammen wieder nach vorne. Und es geht wie immer darum, auch eine Haltung zu verändern und Rahmenbedingungen zu verbessern. Das ist möglich, das ist aber auch absolut notwendig. Und ich denke schon, dass die Politik durchaus zuhört. Und ich bin auch dieses Jahr noch wieder mit einem volkswirtschaftlichen Thema in Mainz bei einer Fraktion als Gast und bin auch schon bei diversen Parteien mit Sachthemen unterwegs gewesen. Ich bin also keiner, der einstimmt in dieses Politik-Bashing. Das sehe ich nicht so. Ich sehe sehr bemühte Menschen, die sehr hart arbeiten und das Beste für das Land wollen. Ja, das wollen wir hoffen, aber trotzdem hat man das Gefühl, oder ich sage mal, ich habe das Gefühl, dass diese Dreierkonstellation schwierig ist. Vielleicht kann man da im Detail gar keinen Vorwurf machen, weil es einfach auch nicht zusammenpasst. Ist es nicht fatal, dass wir in einer Zeit der multiplen Krisen letztlich eine Regierung haben, die so viel streitet, die so uneins ist? Wäre es nicht nötig, dass es da eine klare Linie gibt, eine klare Botschaft gibt und gerade, sagen wir mal, Ihre Unternehmer im Westerwald, dass die auch aus der Politik klare Signale hören, die Sie hoffnungsfroh, aber eben auch klar ausrichtend agieren lassen. Gut, Sie wissen genau, da kommt eine Nicht-Antwort von einem Bankmenschen an dieser Stelle. Ich äußere mich ja weder zu Parteien noch zu Koalitionsthemen oder in diesem Sinne. Es ist klar, dass eine Regierung eine Botschaft haben muss. Und diese Botschaft sollte gerade in diesen Zeiten möglichst einheitlich kommuniziert werden. Und sie sollte Unternehmen Mut machen zu investieren und den Menschen Mut machen, an sich zu glauben, an das Land zu glauben. Das ist sicher notwendig und sicherlich gibt es da Optimierungsbedarf, unabhängig von der Couleur. Ja, ich meine das auch gar nicht jetzt parteipolitisch. Ich meine nur drei Konstellationen, drei Lokomotiven, die in eine verschiedene Richtung dampfen. Das kann ja kaum klappen, ne? Oder? Naja, es ist der Wählerwille. Ja. Es ist der Wählerwille. Und wer weiß, wie eine Bundestagswahl in 25 ausgeht. Das ist eben so. Die Zeit von sehr starken Volksparteien mit bis zu 40 oder mehr Prozent scheint vorerst vorbei zu sein. Jetzt sind Sie ja gewohnt, komplexe Dinge zu durchblicken. Wenn Sie sich eine Firma beispielsweise angucken und entscheiden, ob Sie einen Kredit geben als Westerwaldbank, wo würden Sie denn, ich bleibe nochmal dabei, die Analyse ansetzen? Wenn Sie jetzt Wirtschaftsminister wären, würden das jetzt übernehmen, sehen wir, sind das Schlusslicht? Ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Wir sind das schlecht wachsendste Land in Europa. Mhm. Das kann man kaum glauben. Ne? Man glaubt ja, als ich das gehört habe, dachte ich da, ist das irgendwie, keine Ahnung, 1. April? Nein, es ist wahr. Wie kann sowas passieren? Was wäre Ihr erster Ansatz? Also wenn ich Bundeswirtschaftsminister wäre, okay. Wir müssen an den Angebotsbedingungen arbeiten. Wir müssen den Standort wieder attraktiver machen. Die Unternehmen brauchen das Thema Energiepreise. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Es gibt viel Komplexität, viele Gesetze, die anfangs sicher ungeschickt kommuniziert wurden. Heizungsenergiegesetze, wie all diese Dinge auch heißen mögen, die verändert wurden, die auch durchgesteckt wurden an die Öffentlichkeit wahrscheinlich. Also es muss Ruhe hineinkommen und Prioritäten müssen gesetzt werden. Und das Thema dieser Inflation, die immer noch da ist, die lösen wir nicht dadurch, dass wir
weiter Geld drucken, Geld verteilen und die Nachfrage stärken. Wenn das Angebot nicht wächst, wird über die Gelddruckerei einfach nur das Preisniveau weiter steigen. Mhm. Wir müssen das Angebot, den Output erhöhen. Und da fehlt es derzeit ganz massiv an dem wesentlichen Produktionsfaktor, jetzt spreche ich als Volkswirt, Arbeit. Es fehlen massiv Arbeitskräfte, um den Output zu erhöhen. Wir brauchen also eine massive Migration in dieses Land, aber eine gesteuerte. Die Migration, die das Land benötigt. Ja. Und das ist eben etwas völlig anderes als die Asylthematik. Wir brauchen wie die USA und andere Länder eine gesteuerte Zuwanderung. Aber dafür ist ja ein Gesetz verabschiedet worden, glaube ich, vor gar nicht allzu langer Zeit. Ich weiß nicht genau, wie es heißt. Ich meine Fachkräfte-Einwanderungsgesetz, so ungefähr. Und das ist sicher vernünftig. Wir brauchen mehr Arbeitskräfte. Gehen wir vom Wirtschaftsministerium mal zum Finanzministerium. Ich bin ja froh, einen Finanzfachmann hier zu haben, mit dem ich darüber sprechen kann. Ich denke, das interessiert auch die Menschen, die zuschauen, die vielen Unternehmer und Unternehmerinnen. Stichwort Steuer. Wir haben seit Jahr und Tag, seit ich zurückdenken kann, den berühmten Mittelstandsbauch. Ja? Das heißt, die Mitte, die berühmte Mitte der Gesellschaft, die Mitte der Arbeitenden, also die kleinen und mittleren Betriebe, ne, das sind ja auch die allermeisten im Westerwald, in ihrem Bereich, dass die unter einer viel zu hohen Steuer zu leiden haben. Ja, auch wenn wir mal andere Länder anschauen, ich denke mal an die Schweiz, da kriege ich sehr viel mit, dann wäre doch hier dringend eine Abflachung dieser letztlich Steuerkurve sinnvoll. Das wissen wir alle, oder? Also ich denke, Sie stimmen zu oder sonst widersprechen Sie bitte. Warum dauert das zum Beispiel so lange? Wir sind da in der Verteilungspolitik. Ne? Das geht da um Parteien, die ihre Klientel haben. Ich glaube schon, dass man generell weiß, dass man die Verdiener, die mittleren Verdiener, meines Erachtens auch die Geringverdiener vor allem, die derzeit vom eigenen Einkommen noch leben können, entlasten muss. Denn letztendlich diejenigen, die arbeiten, müssen auch Spaß daran haben zu arbeiten und davon gut leben können. Sonst verliert man die Motivation. Also dieser gesamte Bereich bis hinauf zu Menschen, die man derzeit ja schon mit dem Höchststeuersatz teilweise taxiert, muss definitiv entlastet werden. Aber dann fehlt eine Menge Geld in der Staatskasse. Und das muss eben geklärt werden. Wo holt man das bitte schön her, wenn man es nicht über Schulden herholen will? Und dann ist die Frage, wo kürzt man? Und dann ist es natürlich hochpolitisch. Bei wessen Klientel kürzt man? Da müssen die Parteien sich wieder einigen. Notwendig ist das, das glaube ich schon, einfach um das Thema Leistungswille zu fördern und Menschen das Gefühl zu geben, es bleibt genug übrig. Was sind denn, Sie sitzen ja jeden Tag mit Ihren Leuten und Ihrem Team zusammen mit den Unternehmern, was sind denn aktuell die Hauptprobleme, in denen Sie so gegenübertreten? Ja, Sie sitzen ja dann wahrscheinlich, stelle ich mir vor, in Ihrem Besprechungsreferenzraum, dann kommt der Kunde X und sagt so, ich präsentiere mich hier mal, hier sind meine Zahlen, hier ist mein Businessplan oder hier sind meine Jahreszahlen. Und dann redet man ja auch über Probleme. Ne? Was ist da so, dass das im Moment im Westerwald bei Ihren Kunden größte Problem? Ich komme eben wieder von einem Firmenkunden mit Besichtigung. Am Montag bin ich auch wieder bei einem. Arbeitskräftemangel ist ein Hauptthema. Definitiv. Arbeitskräftemangel, der Faktor fehlt. Fast alle, viele könnten mehr machen, würden mehr machen, hätten sie das Personal. Energiekosten ist auch ein Thema, eher latent, aber Arbeitskräftemangel ist akut. Das ist ein wesentliches Thema. Ja. Plus eine gewünschte Klarheit in der Kommunikation der Politik und die Themen, die anderen latenten Themen, Bürokratismus, der auf einem sehr hohen Niveau ist. Man hat häufig das Gefühl, dass Dinge, die in Europa beschlossen werden, bei uns noch mal intensiver umgesetzt werden, solche Sachen. Wie würden Sie es ganz ehrlich gesagt beschreiben? Ist da Verzweiflung, Angst, Hoffnungslosigkeit oder ist da auch bei Ihren Kunden eher Hoffnung und Durchhalten angesagt? Das sind starke Unternehmen, starke Frauen und Männer. Und die geben nicht so schnell auf. Die glauben an ihre Unternehmen, die glauben an ihre Belegschaft, an die Leute. Die haben Verantwortung. Und Verzweiflung, Resignation, ganz, ganz selten. Eher so ein trotziger Optimismus. Wir machen weiter, wir glauben an unser Unternehmen, wir glauben an unsere Mannschaft. Das finde ich gut, aber denen muss man auch zunehmend entgegenkommen und Klarheit schaffen. Irgendwann kochen sie jeden sauer. Absolut. Sind Sie da eigentlich von den EU-Richtlinien in den letzten Jahren besonders betroffen? Es war ja so früher, dass der Banker noch entscheiden konnte. Also der Bankdirektor hatte, wenn ich das richtig sehe, noch mehr Macht als heute. Der konnte sagen, so, ich sehe das jetzt so, natürlich mit meinem Team, diesem jungen Mann, den geben wir jetzt einen Kredit, oder dieser jungen Frau, die hat eine gute Geschäftsidee, ich denke jetzt mal an Firmengründungen.
Mittlerweile gibt es ja da auch EU-Richtlinien. Das heißt, sie können manchmal ja gar nicht, wenn ich das richtig sehe und richtig verstehe, so wie sie vielleicht wollen, ja, weil die EU da Vorgaben macht. Ist das eher hinderlich oder ist das eher eine sinnvolle Entwicklung? Die Finanzindustrie gehört sicher zu den am schärfsten regulierten Bereichen. Dafür gibt es Gründe, natürlich. Die liegen aber nicht bei den Volks- und Raiffeisenbanken in Deutschland oder bei den Sparkassen in Deutschland. Wir wissen, in welchen Sektoren die liegen, wo das herkommt, Finanzkrise, die anderen Dinge. Und insofern sind Regularien notwendig, weil der Bankensektor unheimlich wichtig ist für die Stabilität des Ganzen. Wenn der Bankensektor kollabiert, dann ist das Problem gigantisch. Insofern ist da vieles nötig, vieles ist sinnvoll, auch Aspekte des Verbraucherschutzes. Aber hier und da wird dann aus unserer Sicht zumindest über das Ziel hinaus geschossen, vor allem wenn es darum geht, dass Regionalbanken, verantwortungsvolle Regionalbanken, genauso behandelt werden, ähnlich behandelt werden wie Global Player, die keine Verantwortung übernehmen für Land und Leute, für Regionen. Ja. Schauen wir an der Stelle noch mal ein bisschen genauer hin in die deutsche Bankenlandschaft. Da sind ja auch ganz interessante Dinge, die man da so liest, ne? Als Verbraucher oder auch als Journalist beispielsweise. Waren Sie vielleicht weniger als ich erstaunt, dass die Deutsche Bank eine der großen Finanziers von Donald Trump zumindest war, ne? Sie sind jetzt eine Bank, die Volks- und Raiffeisenbank, die ja nun wirklich per Satzung auch sehr an der Region nicht nur interessiert, sondern auch orientiert, fast verpflichtet sind, ne, könnte man sagen. Wie beobachten Sie das, was die großen deutschen Banken, Deutsche Bank, Commerzbank, was ihre Wettbewerber so machen? Ist das eigentlich so eine Art Bestätigung, die Sie mittlerweile erfahren, dass es eben doch richtig ist, die Filiale in Altenkirchen und in Hachenburg und in Selters und wo auch immer aufrechtzuerhalten und eben nicht zu schließen, weil der Finanzdruck plötzlich so groß ist, dass überall Filialen geschlossen werden? Also ich glaube, das deutsche Bankensystem hat ja diese drei Säulen, die Privatbanken, die Sparkassen und uns Volks- und Raiffeisenbanken. Ich glaube, das System insgesamt ist gut und eigentlich auch vorbildlich, wenn auch unüblich. Insofern glaube ich auch, dass wir starke, große Privatbanken haben müssen und würde auch hier wie üblich die Mitbewerber nicht beurteilen oder gar verurteilen oder gar Schadenfreude empfinden, wenn es bei denen nicht gut läuft. Zum einen kann man morgen selber auf der anderen Seite sitzen. Ja, wer weiß das schon, was passieren kann im Leben. Und zum anderen ist es auch, ja, wie Sie wissen, gar nicht mein Stil. Yeah. Und welche Kunden diejenigen haben, wenn eine deutsche Großbank einen Kunden prüft, das ist ein Prominenter, und sagt, wir können ihm diese Kredite vergeben und sie macht das, dann ist das deren Sache. Mhm. Wir sind halt ganz primär in der Region oder mit unseren Kunden zusammen unterwegs, dann auch schon mal woanders. Genau, das heißt, die Bank der Zukunft, wie sieht die aus? Haben wir nach wie vor Filialen? Ich meine, eins wird ja auch immer in Deutschland, glaube ich, nicht von allen richtig gesehen, wenn immer von Jugendwahn und so gesprochen wird. Das ist ganz wichtig. Wir waren auch alle mal jung und wurden gern ernst genommen. Aber wir sind ja jetzt im Moment in einer demografischen Entwicklung, wo während unseres Lebens die Menschen eher länger alt werden und die Mehrzahl der Deutschen eher über 40 oder eher 50, über 50 ist. Das heißt, ich denke jetzt an die alten und älteren Menschen, zum Beispiel im Westerwald, die wollen doch auch noch ihre Filiale vielleicht haben, oder? Und nicht nur Online-Banking machen. Ich weiß es nicht, ich denke mir das. Vielleicht sehe ich das falsch. So. Nein, das ist so. Eine Regionalbank ohne Filialen ist ja keine. Es ist eine Kopie einer Direktbank und wahrscheinlich im Zweifelsfall eine zweitklassige. Insofern wird es immer Filialen geben. Wir haben sehr viel weniger Filialen als früher. Wir investieren aber auch. Wir sitzen ja hier in unserer modernsten, neuesten Filiale. Wir fahren ja keine reine Schrumpfungsstrategie. Wir gehen dorthin mit Filialen, wo die Menschen sind. Und dann sind wir auch bereit zu investieren. Es gehen aber weniger Menschen in Filialen, dem muss man Rechnung tragen. Denn man braucht ja das Geld eben auch für Innovation, Technologie. Sie wissen, wir nutzen Robotic Process Automation, wir nutzen künstliche Intelligenz. Und das muss man machen. Man muss investieren, aber dennoch alle Kundengruppen möglichst gut bedienen. Beides, ne? Persönlicher Kontakt, menschlicher Faktor auch beim Team, aber eben modernste Technik, ne? Sie haben es gesagt, wir sind hier in einer ganz modernen neuen Bank. Wir zeigen jetzt auch mal Bilder, wenn wir sprechen von Ihrer neuen Zweigstelle hier in den Westerwald-Arkaden. Das ist ja ein beachtliches Bauwerk. Ich bin das erste Mal heute hier. Es ist ja auch ganz neu, muss man sagen. Wie sehen Sie das denn? Also das jetzt in Hörgrenzhausen. Klar, das ist ein, wie sagt man, Mittelzentrum, ne, für die Region, aber trotzdem ja eine beachtliche Investition. Man könnte ja in Zeiten des Onlinehandels sagen, was ist das Konzept dahinter genau? Wie ist dieses Konzept hier zu sehen? Es gibt Onlinehandel und in Zeiten der Pandemie wuchs der über alle Grenzen. Und danach hat es sich wieder ein wenig eingedämpft. Und es wird eben immer auch andere Themen geben. Menschen gehen eben gern zum Bäcker.
Die Dinge müssen frisch sein. Hier gibt es ja auch einen guten Bäcker. Und es gibt Bankgeschäfte, die machen fast alle gerne online. Und es gibt wichtige Dinge, da geht man hier zu den Kolleginnen und Kollegen in eine Bankfiliale. Ich sehe solche Dinge nie binär und 0-1, weiß, schwarz. Es gibt ganz viele Abstufungen. Mhm. Und wenn man eine Region insgesamt bedienen will, muss man die alle beherrschen. Immer in diesem Spannungsfeld wohlgemerkt. Es gibt Menschen, die sagen, früher hattet ihr mehr Filialen in meiner Nähe auch und die habt ihr nicht mehr. Das ist so. Andere sagen, ihr könntet noch viel besser sein in der Technologie und noch schneller. Aber eine Genossenschaftsbank wie auch eine Sparkasse muss schauen, dass sie die Region insgesamt bedient. Alle Altersgruppen auch zum Beispiel. Absolut. Also wenn ich mir das hier anschaue, wie gesagt, ganz neues Zentrum, die Westerwald-Arkaden, würde ich sagen, ist schon ein kraftvolles Zeichen auch für den Westerwald, oder? Man könnte ja sagen, wir haben in Koblenz große Einkaufszentren, ja. Lohnt sich das hier, klappt das hier? Aber da scheint es ja einige Menschen gegeben zu haben, unter anderem die Westerwaldbank, die dann auch an den Standort Hörgrenzhausen glauben, oder? Definitiv. Er liegt an der Autobahn. Das ist ein wunderbarer Standort. Sie sehen, der Parkplatz draußen ist voll. Das ist definitiv so. Und es geht ja auch um Regionalentwicklung. Und als Genossenschaftler, jetzt in der Tradition von Raiffeisen oder auch Schulze-Delitzsch, sind wir alle irgendwo auch Regionalentwickler, Regionalökonomen, auch als Bankmenschen. Und das heißt, man beteiligt sich, um die Region zu entwickeln. Und die Region entwickeln heißt Kaufkraft schaffen, Arbeitsplätze schaffen, Menschen anziehen. Das Denken einer Volksbank, Raiffeisenbank wie der Westerwaldbank ist immer lokal, regional. Aber die globalen Zusammenhänge verstehen. Sagt Dr. Ralf Kühlbach im ersten Teil unserer Sendung heute Weller Welt aus den Westerwald-Arkaden, aus den ganz neuen hier in Hörgrenzhausen. Wir geben ab ins Funkhaus zu Nachrichten, Wetter und Werbung. Und dann sind wir gleich wieder da beim zweiten Teil Weller Welt, präsentiert von der Westerwaldbank hier heute aus Hörgrenzhausen. Vella Talk wird präsentiert mit freundlicher Unterstützung Ihrer Westerwaldbank. Ihre Bank vor Ort und digital. Vella Talk wird präsentiert mit freundlicher Unterstützung Ihrer Westerwaldbank. Ihre Bank vor Ort und digital. Zurück aus dem Funkhaus, aus den Nachrichten und dem Wetter. Hier sind wir in Folge 2 Weller Welt heute aus den Westerwald-Arkaden, den ganz neuen Westerwald-Arkaden hier in Hörgrenzhausen, direkt an der Autobahn. Weller Welt, unser Magazin aus dem Westerwald, für den Westerwald und natürlich auch drumherum, präsentiert von der Westerwaldbank. Und der Chef der Westerwaldbank ist weiter bei mir, Dr. Ralf Kühlbach. Freue mich, wir haben viele Themen rund um das Thema regionale Wirtschaft, Finanzen und so weiter. Wir waren eben stehen geblieben im ersten Teil, dass auch die Bank der Zukunft noch Filialen hat. Das ist eine gute Nachricht, zumindest im Verband der Westerwaldbank. Und dass die neuen Techniken natürlich eine große Rolle spielen. Was ich interessant finde, ist der Bereich Firmengründungen, Start-ups, junge Leute oder auch nicht junge Leute, können ja auch ältere Leute Firmen gründen. Die haben nämlich durchaus noch eine Chance heutzutage, entgegen gewisser Berichte oder Meinungen, dass das alles schwierig ist, dass die Banken die Startups unterstützen. Ist das so? Das heißt, der junge Unternehmer, der mittelalte Unternehmer, der ältere Unternehmer aus dem Gebiet, aus dem Westerwaldgebiet, der kann zur Westerwaldbank kommen und kann sagen, ich habe hier eine Firmenidee, ich würde gerne gründen, aber ich brauche eure Hilfe. Selbstverständlich. Herzlich willkommen ist die Antwort. Wir hören uns jeden an. Natürlich muss er oder sie dann auch ein Konzept haben, einen Businessplan, der unterlegt ist. Aber es ist ja wichtig, dass der Mittelstand, den wir haben, der starke Mittelstand auch nachwächst. Das können dann andere Branchen sein, es sind jüngere Menschen. Ansonsten würden wir irgendwann ja die Stärke der Region verlieren. Und die ganze Idee einer Genossenschaftsbank ist die Förderung der Mitglieder, die Förderung der Region. Die Förderung des Mittelstandes. Aber es ist ja so, das ist ja bekannt, wir haben in Deutschland eigentlich viel zu wenig Gründer und viel zu wenig Gründerinnen, viel zu wenig Start-ups. Ja. Woran liegt das? Es ist zum einen sicherlich eine Mentalitätsfrage auch. Die Amerikaner sind das sicherlich ein bisschen mutiger. Das mag dazu kommen. Es hängt auch mit Bürokratie zusammen insgesamt. Das Thema hatten wir im ersten Teil in diversen anderen Facetten. Da kann sicher die Politik noch einiges machen. Aber es scheitert nicht an den Banken in diesem Sinne.
Das heißt, es ist also nicht so, ja, dass ich nur dann Geld, ich sag's mal salopp, von der Bank bekomme, von Ihrer Bank, von der Westerwaldbank bekomme, wenn ich die Sicherheit mitbringe. Weil das ist ja eigentlich das Fatale. Ne? Wenn ich ja nur Geld bekomme, wenn die Bank die totale Sicherheit hat, dann ist ja eigentlich die Bank nicht mehr der Risikogeldgeber, oder? Und sagt ja nicht mehr, aha, die Geschäftsidee ist gut, der Unternehmer gefällt mir oder die Unternehmerin, die künftige. Wie hoch ist das sozusagen anzusiedeln, das Thema Sicherheit? Das kommt immer darauf an. Sie brauchen immer die persönliche Kreditwürdigkeit des Menschen und die Kreditwürdigkeit des Kunden, der Firma, der potenziellen. Und Sie müssen natürlich immer garantieren oder Sie müssen daran glauben, im Moment der Kreditvergabe, Sie kriegen das Geld zurück. Wir sind ja nur Treuhänder. Kunden geben uns Einlagen, wir leihen sie aus als Kredit. Würden wir fahrlässig sein, verletzen wir diesen Treuhandauftrag für die Menschen, die ihr Geld bei uns anlegen. Und dann kommt es darauf an, wie stabil ist ein Geschäftsmodell, wie sehr kann man daran glauben, dass es Geld verdient. Und davon hängt dann auch das Thema Sicherheit und Stellung ab. Aber ich will darauf hinaus, ja, die Bank sollte doch eigentlich in meiner Sichtweise doch auch ein Risiko letztlich bewusst auch einnehmen. Ja, weil sonst entdecke ich ja keine neuen Geschäftsideen, wenn ich nur auf die Sicherheiten gehe und sage, ah ja, wenn der junge Mann einen reichen Vater hat und der seine Villa XYZ als Sicherheit gibt, dann mache ich das, dann ist ja eigentlich nicht mehr viel von dem Risikogedanken da. Das ist so. Risiko gehört dazu und aus Risiko wird Ertrag und möglichst wenig Risiko wird schlagend zum Ausfall. Jede Bank hat eine eigene Philosophie, Nuancen anders. Aber letztendlich natürlich, wenn Sie Kredit vergeben, haben Sie immer ein Risiko, ein Restrisiko, ein kleineres oder größeres. Ja. Das jeweils herauszufinden, dafür brauchen Sie die Kenntnis vor allem auch der Menschen, wenn es um Gründungen geht. Und da haben Regionalbanken den Vorteil, dass wir die Menschen, die Region, oft die Familien auch noch kennen. Ja, geben Sie uns einen kleinen Einblick, wenn wir nicht alle Tage einen Bankchef hier sitzen, wie ist dieser Blick? Also worauf müsste der sich traut, eine Firma aufzubauen, zu Ihnen kommt, worauf muss er sich vorbereiten? Da gibt es natürlich den Businessplan, das kennen wir alle, aber da muss man ja auch sagen, so ein Businessplan, ne, den kann ja theoretisch ein findiger Steuerberater erstellen, das ist ja auch sehr viel Theorie. Ne? Klar, den brauche ich, den brauchen Sie, das ist nun mal in der Wirtschaft so, der Businessplan. Aber was ist sonst wichtig? Worauf muss ich achten? Das Geschäftsmodell. Sie müssen eine Idee haben, wenn Sie gründen wollen. Gibt es dafür einen Markt? Gibt es Kunden? Kann Ihr Produkt abgesetzt werden? Und wie oft? Können Sie Geld damit verdienen? Gibt es da eine Marge? Oder gibt es das schon längst und Sie können kein Geld verdienen? Das heißt, es geht darum, dass Sie persönlich überzeugen, natürlich, die persönliche Kreditwürdigkeit, und dass Ihr Geschäftsmodell überzeugt, so dass wir guten Gewissens sagen können, natürlich mit gewissen Risiken, das ist klar, dass wir sagen können, ja, an dieses Geschäftsmodell glauben wir per Stand jetzt auch. Denn wir müssen das ja auch rechtfertigen, was wir vergeben. Wir werden ja auch jedes Jahr geprüft. Ne? Klar. So, und das ist dann das, was man macht. Und wenn das passt, die persönliche Kreditwürdigkeit und das Geschäftsmodell, dann geht es irgendwann in Details hinein, in Fragen der Besicherung, Eigenkapital, Einsatz, die anderen Dinge. Aber das Geschäftsmodell ist entscheidend. Stimmt das eigentlich, dass Banken, ich habe das mal gelesen, auch so eine Art psychologisches Gutachten machen und sagen, also wir glauben, der Mann oder die Frau, ja, keine Ahnung, kommt aus gutem Haus, der Vater war schon Unternehmer, er ist pünktlich, er sieht gepflegt aus, keine Ahnung, was da alles einfließt. Ist das so oder ist das eine mehr? Also wir sind ja keine Psychologen und auch keine Hobbypsychologen, das wäre ja vermessen. Ja. Aber wir haben ja Menschen in diesem Geschäft, im Firmenkundengeschäft, in dem Fall Männer und Frauen, die das schon oft sehr lange machen, die ein Gefühl dafür haben, ob der Mensch auf der anderen Seite persönlich zuverlässig ist, verlässlich, beständig, zielstrebig, resilient. Und das entwickelt man als regionale Bank im Laufe der Zeit, wenn man Menschen hat, die schon lange mit Menschen zusammenarbeiten. Also ich würde es eher nennen eine Kenntnis des Gegenüber, ein guter Blick für Menschen, so würde ich es nennen. Intuition auch, ne? Es hat mit Intuition zu tun, aber Intuition ist ja etwas, was auf einer ewig langen Erfahrung fußt. Was wir in Sekundenbruchteilen abrufen, Intuition nennen, ist ja Erfahrungswissen, das einfach ad hoc dann hochkommt. Menschenkenntnis. Menschenkenntnis, ja, das dampft sich dann zusammen in wenigen Sekunden auf diesen berühmten ersten Eindruck. Geht das eigentlich auf Sie persönlich in letzter Konsequenz dann zurück oder haben Sie immer auch eine Zweit- und Drittmeinung? Oder gibt es auch solche Fälle, weiß nicht, ob Sie das sagen können, aber wo Sie jetzt, sage ich mal, sich durchgesetzt haben, stelle ich mir vor, vielleicht gegen
Fachkollegen und sagen, nein, ich glaube an dieses Konzept und dann scheitert das und dann sind Sie schuld? Ist sowas denkbar? Oder? Banken haben ja seit langer Zeit, ich glaube seit der Herstadt-Pleite 1974, meine ich, dieses Vier-Augen-Prinzip. Ja. Und sie brauchen im Vorstand mindestens zwei Geschäftsleiter. Einen für das Kundengeschäft, derzeit bei uns bin ich das, Privat- und Firmenkunden. Und dann einen auf der anderen Seite für die Marktfolgesicht. Letztendlich hat er, der Kollege dort, in Kreditentscheidungen im Zweifelsfall ein Vetorecht. Das heißt, der Vertrieb, das Kundengeschäft kann sich niemals ab einer gewissen Höhe der Kredite durchsetzen gegen die Marktfolge. Und das ist auch gut so. Aber wir sind hier so in der Risikoorientierung unterwegs, dass das auch wirklich sehr geschmeidig läuft. Ja, aber Sie sind nicht Paris, der sagen kann, ich nehme das jetzt auf meine Kappe. Nein, das würde ich auch gar nicht wollen, denn wir sind genossenschaftliche Geschäftsleiter, wir haften persönlich und insofern stimmt man die Dinge ab. Und es wäre auch vermessen zu glauben, dass man dort als ein Mann im Zweifelsfall alles besser weiß. Ja. Ist auch überhaupt nicht mehr naturell. Verstehe ich. Bleiben wir noch einen Moment dabei. Wir stellen uns den neuen Chat-GPT-Erfinder vor. Der kommt vielleicht aus Hachenburg. Mhm. Der kommt vielleicht so mit Löchern in der Jeans rein. Ja, also vielleicht nicht so im üblichen Banker- oder Unternehmer-Outfit. Der ist vielleicht auch sehr jung. Und vielleicht verstehen Sie den auch gar nicht, stelle ich mir jetzt vor, ja, mit Ihrem Team. Also verstehen im Sinne von, das ist die neue Geschäftsidee. Weil der erzählt Ihnen vielleicht was von KI und Sie sagen, naja, erkennen das vielleicht gar nicht. Ist sowas vorstellbar? Also anders gefragt, bereiten Sie sich auf diese Jungunternehmer auch entsprechend vor, dass wenn ich jetzt zum Beispiel der Erfinder bin, ich einen Banker oder mehrere Banker gegenüber habe, der sich und die sich in mein Metier eingearbeitet haben? Wir klären ja vorher ab, um welches Thema geht es, wenn ein Mensch kommt, ein junger Mensch kommt mit einer Idee. Und dann überlegen wir intern, wer von uns passt dazu. Wir haben ja Spezialisten für viele Themen und wir haben ja auch, können ja alle Altersgruppen bedienen. Es geht ja immer um Augenhöhe mit dem Kunden. Mhm. Und es gibt eben Kunden, bei denen wir dann mit älteren Kolleginnen und Kollegen besser arbeiten, weil die Passung besser ist. Und so ist das eben bei Jüngeren. Wenn ein junger Mensch kommt und hat eine Start-up-Idee, dann werden wir tendenziell einen jüngeren Kollegen, eine jüngere Kollegin dazusetzen, die eben für die Technologie zum Beispiel das bessere Gefühl hat. Das ist ja die Idee, dass es zusammenpasst. Und ob dieser Mensch dann kommt mit einer löchrigen Jeans, solche Dinge sind bei uns heutzutage völlig irrelevant. Denn dieser Kunde ist doch mein Kunde potenziell. Ja. Also er oder sie bezahlt doch unser aller Geld. Wer bin ich zu sagen, er oder sie möge keine löchrige Jeans anziehen? Eben. Ja, man sieht das ja auch heutzutage, man sieht ja auch Reichtum nicht mehr so an wie früher. Ne? Früher hat man gesagt, aha, der hat einen, was weiß ich, tollen Anzug und teure Schuhe an, der ist bestimmt reich. Das passt vielleicht noch, aber der mit den löchrigen Jeans, vielleicht kostet die 800 Euro und ist eine moderne Designer-Jeans. Ne? Man kann das ja gar nicht mehr so auch das, zuordnen. Auch das und entscheidend ist ja bei einem jungen Menschen, wie ist die Ambition? Hat er oder sie eine Leidenschaft für das eigene Geschäft? Das ist doch der Punkt. Yeah. Dann kommt die Zähigkeit, die Resilienz, das Durchhaltevermögen. Daran muss man doch glauben wollen und nicht daran jetzt, ob er oder sie versucht, uns zu blenden über Kleidung. Das hört sich da gut an. Ja, man muss erkennen, dass die Generationen sich auch verändern. Also die Banker von heute haben sich auch angepasst und verändert, ne? Achten nicht mehr nur auf so gewisse Statussymbole oder Reizsymbole. Aber ich bleibe nochmal bei dem Thema. Ist es noch nicht vorgekommen, dass da der junge Mann sitzt? Wie gesagt, wir stellen ihn uns jetzt mal so klischeehaft vor mit der löchrigen Jeans und Sie sagen, ich verstehe gar nicht, wovon der Mann redet. Also ist das dann vorstellbar, dass man sagt, ich muss mich da erstmal kundig machen? Oder ganz konkret gefragt, könnte der neue ChatGPT-Erfinder aus dem Westerwald kommen und Sie würden ihn erkennen, sage ich jetzt mal, als solchen und würden ihn fördern? Also, wenn jemand eine Idee hat, typischerweise gibt es dann ein Ersttelefonat oder vielleicht ein Videocall. Und dann wird er oder sie sagen, worum es geht. Dann überlegen wir intern, wer von uns ist dort passend, Ansprechpartnerin, Ansprechpartner. Wenn wir dann das Gefühl haben, wir verstehen zu wenig davon, dann kann man sich ja Expertise dazu holen. Mhm. Und wenn es um Technologie geht, wir haben hochspezialisierte Leute in unserer Orga-Abteilung, ja, die machen Softwareentwicklung, die machen Robotics, die machen künstliche Intelligenz. Das heißt, man sucht sich das passende Know-how, um dann natürlich dem potenziellen Kunden auf Augenhöhe auch begegnen zu können, denn sonst könnten wir das Geschäftsmodell nicht einschätzen. Deswegen hoffe ich und will es auch glauben, dass wir so jemanden, der eine derart disruptive Entwicklung erfunden hätte, selbstverständlich erkennen würden. Ja,
Ja, wir haben ja zum Beispiel Tobias Lüttke aus Koblenz. Es kam gerade die Reichenliste wieder raus vom Manager-Magazin. Der Reichste aus der Region ist Tobias Lüttke, der Gründer von Shopify, ne? Ein Weltunternehmen geworden, der kommt aus Koblenz. Also gar nicht so unwahrscheinlich, dass vielleicht der nächste Milliardär oder der nächste Trendsetter in Sachen Technik vielleicht aus dem Westerwald kommt. Die Region ist ja sehr stark. Eben. Das wird ja oft gar nicht erkannt, wie stark die Region Westerwald ist, wie stark der Mittelstand ist. Das sind fleißige Leute, bodenständige Menschen. Ja. Und es ist doch wirklich gleichgültig, ob sie gemäß ihrer Generation einen Anzug noch tragen oder nicht mehr. Das ist einfach, die Zeiten ändern sich. Wir sind Generation X völlig anders sozialisiert worden. Generation Y, die 1980 bis 95 geboren, sind schon ganz anders. Und die Generation Z, ab 95 etwa geboren, ist wieder ganz anders. Aber das sind doch die Menschen, die die Region gestalten für heute, morgen, übermorgen. Und die Aufgabe ist es doch auch eines Bankvorstandes. Ich bin doch nur Treuhänder auf Zeit, leiste meinen Beitrag und muss mich doch den Dingen anpassen und nicht umgekehrt. Danke für die offenen Einblicke und die offenen Worte. Sehr gut. Zum Schluss nochmal unserer Sendung heute, der Blick in die Aktualität. Wir sind alle betroffen von der Inflation. Gefühlt wird das Leben immer teurer. Ne? Wir waren bei der Steuerproblematik. Brutto, netto, was bleibt uns netto? Den ganzen Angestellten, davon wird die Miete immer teurer, die Energiekosten immer teurer, die Lebensmittel immer teurer. Wir haben diese Inflation, die berühmte. Erste Frage, wenn Sie nochmal erklären würden, Sie können das ja sehr gut erklären, Ihre Fachbereiche für alle verständlich erklären. Was ist das im Moment für eine Zeit? Was ist überhaupt Inflation? Warum ist die im Moment so hoch? Und natürlich dann direkt die Frage, kommen wir da raus? Und was gibt es für einen hoffnungsvollen, hoffentlich Ausblick? Inflation ist allgemein bezeichnet als eine Steigerung des allgemeinen Preisniveaus. Bei uns wird er gemessen in diesem sogenannten Warenkorb für einen typischen Vier-Personen-Haushalt. Und dann schaut man, wie viel kostet der in Euro jetzt und wie viel kostet der zum Beispiel ein halbes Jahr später. Und wenn er jetzt 100 Euro kostet und dann zum Beispiel ein Jahr später 105, hatten wir im Durchschnitt 5% Inflation, so nennt man das. Wäre er auf 95 gefallen, wird man sagen, wir hatten eine Deflation von 5%. Und es geht immer darum, ich habe auf der einen Seite einen Güter- und Dienstleistungskorb, ja, und auf der anderen Seite habe ich eben auch eine Geldmenge. Und wenn die Geldmenge stärker wächst als die Ware, die Güter und Dienstleistungen, steigt eben das Preisniveau, ne, weil das Angebot relativ zur Geldmenge knapper wird. Das ist immer noch die Hauptursache für Inflation. So, wie kann man das also lösen? Wir haben eine Inflation ja immer noch, die wir so wirklich ewig lang nicht hatten, und die tut den Menschen weh. Und seit einiger Zeit werden wir alle ärmer. Real gesehen werden wir ärmer, ja, wenn die Preise schneller steigen als unsere Einkommen, was im Durchschnitt der Fall ist. Was kann man tun? Ja, es ist eigentlich klar, man muss auch wieder schauen, dass man den Berg an Gütern, Dienstleistungen erhöht, das Angebot erhöht. Und damit sind wir wieder beim Thema von Teil 1. Mehr Arbeitskräfte, mehr Produktionsfaktor Arbeit, mehr Arbeitskräfte können mehr produzieren und dann wächst der Güter- und Dienstleistungsberg oder Korb eben auch wieder schneller. Das Drucken von Geld oder der Versuch, den Menschen zu helfen durch Umverteilung, führt nur zu Verteilungskämpfen, solange der Güter- und Dienstleistungswarenkorb nicht wächst. Die einen mögen dann gewinnen, die können Lohnsteigerungen durchsetzen von vielleicht 10% bei einer Inflation von 7%, die anderen können nur 3% durchsetzen, Inflationsverlierer. Und das gesellschaftliche Problem, das sich bei Inflation immer ergibt, sind Spaltungen der Gesellschaft. Diese Verteilungskämpfe kennen nie ein gutes Ende. Und deswegen ist es so wichtig, dass man zusammenarbeitet mit den Unternehmen, mit den Gewerkschaften, den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, dass es bei dem Thema der Lohnerhöhungen moderat bleibt. Das war aber in Deutschland immer der Fall bei den Gewerkschaften. Und die Unternehmen brauchen eben Bedingungen, um wieder zu investieren, um stärker zu wachsen. Und dazu gehören Menschen. Wir brauchen Menschen, die arbeiten. Und keineswegs nur Fachkräfte. Wir brauchen auch einfach Kräfte für einfache Tätigkeiten. Gastronomie, überall Hotellerie. Pflege. Es fehlen ganz viele Menschen, die arbeiten und in die Sozialsysteme einzahlen. Das ist der entscheidende Punkt. Und wenn die Arbeitskräfte da sind und wenn der Output wieder wächst, ja, dann wächst eben der auch wieder schneller. Und wenn man dann das Preisniveau, die Geldmenge im Griff behält, balanciert sich das wieder aus. Und natürlich kommt der Tag, das bereinigt sich so oder so irgendwann. Das heißt, Sie sind ja ein positiver, hoffnungsfroher Mensch.
die rote Laterne, das Schlusslicht, das hat man ja auch nicht so gerne, ne? als Land oder als Deutscher sozusagen diesen Stempel. Werden wir die wieder los? Natürlich, natürlich. Es ist eigentlich eine Sache der Psychologie, es geht um Haltung. Die Regierung, die Politik muss klar entscheiden, klar kommunizieren und natürlich auch wieder gute Laune, Optimismus verbreiten. Schon das bewirkt ja etwas. Also Griesgrämigkeit überhaupt hilft gar nicht weiter. Und natürlich muss man sagen, wir sind Deutschland. Wir stehen für Made in Germany. Das sieht man im Ausland oft auch so. Wir neigen ja dazu, uns auch noch schlechter zu reden, als wir sind. Auf die Idee kämen Amerikaner nie. Ja. Ja, und verlieren wollen ist ganz schlimm. Also ich hasse es zu verlieren, wenn es nur eine Schachpartie ist. Ich darf doch nicht verlieren wollen. Ich darf doch keinen letzten Platz akzeptieren innerlich. Mhm. Es sei denn, ich will als Land verarmen. Und das will ja wohl keiner. Sehr gut. Sie haben das Schachspielen erwähnt. Kurzer Schlussakkord noch zum Thema Persönlichkeit. Das haben wir schon mal erwähnt, dass Sie Schach spielen. Was wir beide auch gemeinsam haben, wir lesen beide gerne Bücher. Ne? Mhm. Und da wollte ich Sie zum Schluss noch einen Buchtipp fragen. Sie können noch einen Moment überlegen. Währenddessen habe ich den Buchtipp schon mal, nämlich die neue Biografie von Elon Musk. Die passt ganz gut zu unserem Thema dieser Sendung. Isaacson hat ja schon die berühmte Jobs-Biografie geschrieben. Jetzt die Elon Musk-Biografie. Also alle, die sich für das Thema Startup, Wirtschaft und so weiter interessieren, dem sei durchaus diese Lebensgeschichte von Elon Musk empfohlen, denn das ist ohne Zweifel ein hochinteressanter Mensch und ein Unternehmer dieser Zeit. Haben Sie sie schon gelesen? Ich habe das Buch, ich habe es noch nicht gelesen. Wie üblich, das wissen Sie, lese ich in Stapelbücher parallel. Ja. Wenn ich eines heute empfehlen soll, dann empfehle ich das Buch des Ex-Bundespräsidenten Gauck, Erschütterungen. Dieses Buch erklärt, finde ich, die Geopolitik, die Situation, die Mentalitätsthematik auch in Deutschland exzellent. Herr Dr. Kulbach, vielen Dank für dieses wie immer interessante Gespräch. Vielen Dank, dass Sie aus Ihrem Herzen keine Mördergrube gemacht haben, wie man so sagt, und uns ein paar Einblicke gegeben haben in das Leben und Denken und Fühlen eines Bankers. Dr. Ralf Kulbach war das, der Chef der Westerwaldbank, und das war unsere Wellerwelt-Ausgabe heute mit dem Chef der Westerwaldbank aus den Westerwaldarkaden in Hürgrenzhausen. Vielen Dank fürs Interesse und bis bald. Vella Talk wurde Ihnen präsentiert mit freundlicher Unterstützung Ihrer Westerwaldbank. Ihre Bank vor Ort und digital.